Schau alle physischen Formen. Ob es dein eigener Körper ist, oder der Planet, oder das Sonnensystem, oder das Universum, oder das Atom. Die physische Manifestation ist so, wie sie ist, aufgrund ihrer geometrischen Proportionen. Es ist die Vollkommenheit der Geometrie, die die physische Form im Raum hält. Die gesamte Wissenschaft des Yoga besteht also daher einfach darin, dein System in eine solche geometrische Perfektion zu bringen, dass du mit der kosmischen Geometrie im Einklang bist. In diesem Bestreben erschaffen wir auch physische Formen. Sieh dir diese Form an. Es geht nicht um... Ästhetisch ja, sie hat eine gewisse Schönheit. Aber vor allem hat sie eine geometrische Perfektion. Wenn du das Gesicht von Adiyogi eine Minute lang betrachtest, ohne deine Aufmerksamkeit abzuwenden, dann hast du es. Dieses Bild wird sich ein Leben lang in dein Gedächtnis einprägen. Du kannst es nie mehr loswerden. Die Idee ist, diese Prägung in den Köpfen der Menschen zu verankern, sodass ihre Inspiration auf ihr inneres Wohlbefinden gerichtet ist. Ihre Inspiration und ihre natürliche Sehnsucht werden sich auf ihr ultimatives Wohlbefinden richten.